Hi ihr Lieben, mein Name ist Julien und ich bin Sängerin. Wir schreiben das Jahr 2020. Ich bin Sängerin und das ist mein erster Blog. Wieso betone ich diese drei Tatsachen so sehr und wie komme ich darauf, gerade jetzt mit YouTube anzufangen? In diesem Video möchte ich euch meine persönliche Geschichte ein bisschen näher bringen, also was eben diese drei Sätze gerade für mich bedeuten und euch auch hoffentlich ein bisschen inspirieren damit und euch etwas geben, was ihr daraus mitnehmen könnt. Ich will mich ganz kurz vorstellen. Wie gesagt, ich heiße Julien, bin 29 Jahre alt, bin verheiratet, habe viele Hobbys oder viele Dinge, die mich begeistern. Ich reise zum Beispiel sehr gerne. Meine liebsten Reiseziele sind Japan und Neuseeland. Ich war schon immer ein riesiger Japan-Nerd. Neuseeland habe ich einfach lieben gelernt in meinen 5 Monaten, die ich dort in meinem Praxissemester verbracht habe. Ich esse total gerne. Japan, super essen, geht hin, liebe Leute. Oh, ich liebe Hunde, alle Tiere eigentlich, aber umso flauschiger, desto besser. Serien, Filme oder YouTube. Ich spiele außerdem ab und zu gerne mal Videospiele. So kam es auch, dass ich damals eigentlich mit Twitch angefangen habe. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Und habe aber jetzt dieses Jahr wieder verstärkt damit angefangen. Also schaut gerne auch mal auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Den Link findet ihr dann unten in der Beschreibung. Genau, und jetzt sind wir aber hier im Jahr 2020. Für alle, die das vielleicht in der Zukunft anschauen, 2020 ist das Jahr, in dem die Welt von einer Pandemie quasi stillgelegt wurde. Und mein Leben sah bis zu diesem Jahr so aus, also ich bin wirklich viel gereist. Ich habe gearbeitet als Designerin und Singen war für mich ein Hobby. Dann kam die Pandemie. Irgendwann gab es da einen Tag, ich glaube es war im März oder April. Das war an sich ein normaler Tag, ich glaube es war Wochenende. Ich bin so rumgelegen auf der Couch mit meinem Mann nebendran und wir haben halt so in unsere Handys geschaut, was man halt so macht, ne? Und irgendwie habe ich aber an dem Tag so ein bisschen, sind so ein bisschen die Gedanken bei mir ins Rollen gekommen und ich war jetzt nicht wirklich Depri oder so, aber bei mir kam irgendwie so ein Gedanke auf, den ich dann eben gleich als Instagram-Story quasi zum Ausdruck gebracht habe. Und ich fand das sehr faszinierend, weil dieser Post oder diese Story auch auf so viel Resonanz irgendwie gestoßen ist. Also kurz zu der Story, ich werde es auch nochmal einblenden hier. Ich habe in der Story gefragt, liebe Leute, wie schaut das denn bei euch momentan aus? In diesen sehr unsicheren Zeiten, wie ist das bei euch? Habt ihr gerade ein Ziel oder irgendwas, auf das ihr so hinarbeitet oder euch freuen könnt? Bei mir war es bis dahin immer so, zum Beispiel im Jahr zuvor bin ich in den Musicalverein eingetreten und deswegen hatte ich zum Beispiel das ganze Jahr 2019 eigentlich unseren Musical-Auftritt so vor Augen und so als Ziel, worauf ich so das ganze Jahr eben hingearbeitet habe. Genau, und jetzt, 2020, in dieser unsicheren Zeit, hatte ich also nichts in der Form wie jetzt 2019, mein Musical-Auftritt, worauf ich hätte hinarbeiten können oder ja, wo ich eben gesagt hätte, oh, okay, das ist findet dieses Jahr noch statt. Darauf kann ich mich auch freuen. Genau, also sowas hat mir einfach gefehlt und in diesem Moment, eben als ich diese Story verfasst habe, habe ich eben total gemerkt, dass ich sowas aber irgendwie, glaube ich, dringend brauche.
Genau, einfach um halt so eine Ausrichtung zu haben, um halt nicht so völligst schwerelos im Raum irgendwie umherzufliegen, mit meinen Gedanken auch und ja, einfach was eben zu haben, worauf man sich freuen kann und darauf hinarbeiten kann. Und genau daraufhin haben mich eben total viele Nachrichten von meinen Freunden erreicht und alle haben irgendwie so gefragt, ist alles okay bei dir? So, ah, bitte nicht zu depri sein und so. Und ich dachte mir, war irgendwie, ja, ein bisschen überrascht, weil, also ihr habt es ja gesehen, das war ja ein normales Selfie quasi. Der Text fand ich jetzt eigentlich, klang jetzt auch nicht so verzweifelt, dachte ich. Und es war ja auch nicht so verzweifelt gemeint. Ich wollte eigentlich einfach nur, ja, Anregungen einholen oder, ja, mich inspirieren lassen, dass andere Leute vielleicht gerade so handhaben mit den Zielen für dieses Jahr. Und ja, und ich habe dann da eben so weiter drüber nachgedacht und wie gesagt, es war eigentlich gar nicht mal so eine schlechte, so eine Down-Phase oder so von mir, aber ich habe einfach gemerkt, irgendwas muss ich gerade tun und ja, irgendwas muss ich eben daran ändern, dass jetzt gerade irgendwie kein so eine Richtung eben da ist und ich mich deswegen eigentlich nur von diesem Lockdown eigentlich runterziehen lasse und mehr passiert eigentlich gerade nicht in meinem Leben. Und wieso dieser Tag mir jetzt immer noch so im Gedächtnis geblieben ist, also außer jetzt diese Rückmeldungen von Freunden und so weiter, war, weil ich eben dann den Entschluss gefasst habe, 2020 wird mein Jahr. Ich habe bis dato eben immer nur so, ja, wie gesagt, mich immer mal wieder so runterziehen lassen und es war eben nicht besonders schlimm. Und das war für mich jetzt auch ein normaler Tag, eigentlich stimmungsmäßig. Aber ich habe eben gesagt, ich möchte nicht, dass das normal ist. Also es muss irgendwie mehr geben und diese Stimmung, auch wenn sie jetzt nicht total schlecht ist, aber doch irgendwie ja, ziellos und ein bisschen getrübt und ja, man hat ja dann doch mal seine Stimmungsschwankungen, aber irgendwie, ja, diese bisschen gedrückte Stimmung war halt schon meine Normalstimmung und an dem Zeitpunkt habe ich mich eben dazu entschlossen, dass ich das nicht mehr so machen möchte. Ich habe mir gesagt, ich drehe 2020 für mich und mache es zu meinem Jahr. Also worauf ich hinaus will. Ich habe damals eine bewusste Entscheidung getroffen. Ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen und ich glaube, das ist eben der große Moment wirklich für mich gewesen. Einfach nur diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass Entscheidungen, solche Entscheidungen, was ganz wichtig ist für uns sind. Und ich gehe darauf nachher noch ein bisschen genauer ein. Aber für mich war es dann eben so, ja, ich habe dann eben nachgedacht, was will ich denn eigentlich machen oder inwiefern will ich denn, dass sich dieses Jahr für mich dreht. Und nachdem ich eben schon immer gerne gesungen habe und ja, das einfach mein großes Hobby eigentlich so war die letzten Jahre, also ich war schon in 2, 3 Bands zuvor, bin dann eben zum Musicalverein gekommen, habe auch für mich so daheim einfach viel gesungen und genau, ich habe aber da auch immer gemerkt, dass es mir nicht so ganz genug war. Also ich war eben zum Beispiel 4 Jahre, ich glaube circa 4 Jahre, in einer Melodic Death Metal Band. Da bin ich so reingerutscht und das hat mir an sich total Spaß gemacht. Aber ich bin aus dieser Band ausgestiegen, weil ich irgendwann gemerkt habe, dass es mir nicht genug ist. Das war eine Band, wir haben eigentlich jedes Wochenende in unserem Keller verbracht, aber in diesen eben circa 4 Jahren nur einen einzigen Auftritt gehabt. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist Zeitverschwendung für mich. Ich will mehr machen.
mit meinem Gesang und ich will nicht nur zum Spaß jedes Wochenende die gleichen Lieder im Keller singen, auch wenn es halt Spaß macht, aber es war mir nicht genug. Und genau, ich habe dann eben entschlossen, okay, ich will irgendwie mehr machen mit meinem Gesang. Ich habe mich dann daraufhin sehr viel informiert im Internet, habe halt irgendwie auch geguckt, gibt es irgendwie Angebote oder wie kann man auch netzwerken als Musiker? Und ich habe es vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz selber wahrgenommen, aber es kam eben auch so der Wunsch auf, dass ich einfach, ja, das wie gesagt nicht nur als Hobby mache, sondern auch eventuell mal Geld damit verdiene. Ich hatte damals gerade einen neuen Job in einer Agentur und gleichzeitig wurde aber dieser Wunsch in mir immer größer, irgendwie doch mal noch mit meinem Gesang auch Geld zu verdienen. Und das Witzige war dann, gerade als dieser Wunsch irgendwie so an seinen Höhepunkt, sag ich mal, angelangt war, wurde ich in meinem neuen Job gekündigt. Und ja, das war erstmal sehr, nicht sehr, aber relativ überraschend für mich. Und andererseits bin ich an diesem Tag der Kündigung raus und dachte mir, ja, okay, dann habe ich jetzt Zeit zum Singen. Also ich war eigentlich, natürlich war ich erstmal geschockt, ne, dass ich jetzt auch keine feste Einnahmequelle mehr habe. Aber gleichzeitig war ich erleichtert und habe mich gefreut, dass ich jetzt Zeit habe, dieses andere Ziel zu verfolgen. Ich habe nämlich auch gleichzeitig, das war das noch viel witzigere, hatte ich mir ein Coaching gebucht. Ein Coaching, das eben mir als Sängerin dazu helfen sollte, auf meinen Weg zu kommen, auch mein Mindset eben zu verändern, weil ich ganz stark gemerkt habe, auch zu dem Zeitpunkt, dass mein Selbstbewusstsein total im Keller war. Und das war ein großer Grund, wieso ich mir Hilfe geholt habe in Form einer Coachin, bei der ich auch momentan immer noch bin. Und ja, das Witzige war eben, diese Kündigung war genau an dem Tag, als ich mit meinem Coaching begonnen hatte. Und ich bin dann abends rein in dieses Coaching und ja, wir haben beide gelacht, meine Coachin und ich. Und das als riesiges Zeichen eigentlich gesehen. Ich habe mich dann also endlich dazu entschlossen, meinem Traum zu folgen. Und wieso sage ich endlich? Endlich, weil ich eben schon immer gerne gesungen habe. In meiner ersten Band war ich, glaube ich, mit 18. Ah, die allererste Band, die war sogar gar noch vorher. Und ich hatte damals in der Schule auch schon mal ein Bild von mir gemalt. An das muss ich auch immer denken. Das war auch vielleicht in der 9., 8. Klasse sowas. Habe ich ein Bild von mir gemalt, wie ich auf einer Bühne stehe und singe. Und damals hat mich auch jemand gefragt, ja, ob ich das gerne machen will. Und ich weiß leider nicht mehr, was ich damals gesagt habe. Aber meine Gedanken damals waren immer, ja, ich will schon singen. Aber das ist ja nur ein Hobby. Und zu so einem Star oder so werde ich es niemals bringen, weil ich habe erstmal nicht die Stimme und das Talent. Und ja, das ist ja auch nicht für mich so. Und damit habe ich diesen Traum immer von mir weggeschoben eigentlich. Bis zu diesem Zeitpunkt. Das heißt eben, ich habe mir das davor immer selber nicht erlaubt. Und da ist total viel Lärm gerade, ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Das heißt, ich habe mich von meinen eigenen Erwartungen und von den Erwartungen der Gesellschaft und von den Erwartungen, die ich dachte, dass es gibt, von meiner Familie und meinem Umfeld, so sehr einschränken lassen, dass ich mir eben nicht erlaubt habe, diesen Traum zu träumen. Und worauf ich jetzt mit diesem ganzen Video hinaus will, wenn ihr selber einmal an diesen Punkt kommt, an dem ich war mit meiner Instagram-Story, die ich dann auch gepostet habe, wenn ihr euch denkt,
ja, mein Leben ist ja nicht so ganz schlecht, aber irgendwie ist es halt auch nicht so das Gelbe vom Ei und irgendwie spürt, dass da halt irgendwie noch was fehlt und irgendwas noch optimiert werden könnte. Dann rate ich euch dazu, legt eure Erwartungen ab. Legt eure Erwartungen ab, wer ihr seid, wer ihr wart und fokussiert euch darauf, wer ihr sein wollt. Und da wären wir wieder bei den Entschlüssen oder bei den Entscheidungen. Es klingt immer so einfach. Und ich weiß, für manche oder an manchen Punkten in unserem Leben fühlt es sich nicht einfach an. Aber letztendlich ist es immer nur eine Entscheidung. Es ist nichts weiter als der Gedanke, wie will ich es haben? Also fasst diesen Entschluss, fragt euch, wie will ich es haben und entscheidet euch, darauf hinzuarbeiten. Und ihr könnt auch jetzt dieses Jahr noch für euch drehen. Wenn ihr jetzt argumentiert, ja, aber dieses Jahr ist ja eben so schlecht und es passieren so viele schlechte Dinge und auch mit dieser ganzen Pandemie, wie soll das denn gehen? Also ich sehe da weder ein noch aus. Mir ging das auch teilweise so und ich will auch nichts verharmlosen. Natürlich, es war nicht das Jahr, in dem diese ganze Zeit nur die Sonne schien in unseren Herzen, sage ich jetzt mal. Aber schaut mal, wo ihr hinschauen wollt. Und schaut mal, wo ihr euch selber vielleicht die Dinge einredet. Ganz oft, ich auch, immer noch, habe mir so oft irgendwas eingeredet, ja, aber das geht eben nicht. Oder das ist eben, man braucht eben Talent oder man braucht diese Stimme, wenn man singen will zum Beispiel. Ja, vielleicht ist das so, es ist so, wenn ihr das so glaubt. Aber ihr könnt immer nach Möglichkeiten suchen, euch entscheiden, anders zu denken und euch einfach dafür entscheiden, euch auf Lösungen zu fokussieren und nicht auf immer dieses, es geht ja eh nicht. Dazu noch ein kleines Beispiel. Ich habe auch immer den Winter gehasst. Wir haben jetzt Oktober, der Winter steht vor der Tür. Ich habe immer gesagt, Winter, nein, das ist nicht meine Jahreszeit. Ich bin eh ein total verfrorener Mensch. Also die Kälte geht schon mal gar nicht. Es ist immer dunkel. Ich hasse Dunkelheit. Ich bin wirklich ein Morgenmensch und ein Mensch, der einfach bei Tageslicht am aktivsten ist. Aber auch bei diesem Gedanken habe ich mir dieses Jahr gesagt, nein. Ich denke so nicht mehr. Wie kann ich den Winter so verbringen, dass ich es schön finde, dass ich es genießen kann? Und immer wenn ich jetzt diesen Winter vor Augen habe, versuche ich jetzt wirklich daran zu denken, wie ich gemütlich auf der Couch liege mit meinem Mann, wie wir uns heiße Schokolade machen. Wir lieben beide heiße Schokolade und alle möglichen Heißgetränke und Tee. Wie wir uns hier so eine Art kleines Café-Atmosphäre schaffen, wie wir für Weihnachten dekorieren und auch danach alles uns kuschelig herrichten, wie ich dann der Schnee natürlich, wenn er denn mal fällt, total romantisch. Und auch an diesen Matschtagen werde ich versuchen, so viel wie möglich draußen zu sein und ja, es einfach zu genießen. Und auch das ist eine Entscheidung. Und um jetzt den Kreis wieder so ein bisschen zu schließen, wieso ich jetzt auch gerade jetzt mit YouTube anfange. Wir haben 2020, die Pandemie ist im vollen Gange, der Winter steht vor der Tür. Jetzt ist keine gute Zeit für Auftritte. Oder es ist nicht die Zeit, in der jetzt die meisten Auftritte stattfinden werden.
Das ist einfach eine Tatsache, die vorgestern, glaube ich, von der Regierung so beschlossen wurde. Kultur ist jetzt wieder erstmal lahmgelegt. Aber auch hier, ich könnte mich jetzt dafür entscheiden, ich hätte mich schon das ganze Jahr dafür entscheiden können, zu sagen, wie bescheuert bin ich eigentlich, jetzt eben genau dieses Jahr das alles machen zu wollen und meinen Traum, Sängerin zu werden, in Angriff nehmen zu wollen. Genau dieses Jahr ist doch der absolut bescheuertste Zeitpunkt. Und jetzt auch im Winter, jetzt wo ich gerade auf meinem Weg bin, das ist doch bescheuert. Aber nein, ich habe mich entschlossen, ich habe das nie angezweifelt eigentlich. Ich habe diese Entscheidung nie angezweifelt, dass das genau dieses Jahr die richtige Entscheidung ist. Und ja, von dem her ist es jetzt auch einfach wieder eine Frage, wo lenke ich meinen Fokus hin? Und ich habe beschlossen, oder mein Impuls hat mir gesagt, dass ich meinen Fokus jetzt doch mehr aufs Digitale lenke, was ich ursprünglich tatsächlich nicht so geplant hatte. Aber ja, ich suche nach Lösungen und ich denke, für mich ist das eine gute Lösung. Und ich freue mich deswegen, euch auf diesem Weg eben auch meine Geschichte zu erzählen. Und ja, ich möchte euch deswegen dazu einladen. Also ich hoffe, dass euch eben meine Geschichte ein bisschen was mitgegeben hat und euch berührt und inspiriert hat. Und ich möchte euch deswegen dazu einladen, in euren Geschichten aufzuhören, nur der Hauptprotagonist zu sein und damit anzufangen, auch der Autor zu sein. In diesem Sinne, das war alles, was ich euch heute erzählen wollte. Ich werde euch jetzt in den kommenden Videos mitnehmen auf meine Reise und hoffe, dass auch das euch immer wieder ja, eben inspiriert und zeigt, dass man entscheiden kann. Und ich möchte euch deswegen einfach immer wieder mitnehmen in meinen Alltag jetzt als Sängerin und natürlich auch ein bisschen was von meiner Musik zeigen. Ganz kurz noch, ich hatte vorhin völlig vergessen zu erwähnen, was ich jetzt dieses Jahr tatsächlich noch gemacht habe. Also ich habe jetzt behauptet, ich bin Sängerin, aber genau, ich habe dieses Jahr auch tatsächlich angefangen, meine ersten eigenen Lieder zu schreiben. Ich habe mich endlich getraut, und das klingt auch so banal, aber für mich war das ein Riesenschritt, einfach nur meine Musik auf Social Media eben zu teilen. Ich habe ein kleines Konzert gegeben für meine Familie. Ich wollte jetzt nächste Woche bei einer Open Stage Veranstaltung mitmachen, die jetzt natürlich leider abgesagt ist, aber das wäre auch undenkbar gewesen. Ich habe zweimal Straßenmusik gemacht. Wenn man mir vor ein paar Jahren erzählt hätte, dass ich das alles mache, dann ja, ich weiß nicht, was ich da gesagt hätte. Also ich glaube, ich hätte es nicht glauben können. Und ja, habe jetzt auch wieder eine Band und mache auch Werbung für mich als Hochzeitssängerin. Und das ist sind so viele Schritte für mich schon gewesen dieses Jahr und deswegen, ja, kann ich das jetzt für mich behaupten, dass ich Sängerin bin und hoffe ich, dass ich euch da zeigen kann, was alles möglich ist. Also eben, auch wenn ihr natürlich irgendwelche anderen Träume habt, also es geht jetzt wirklich nicht nur um sowas Verrücktes, sage ich jetzt mal, wie Sänger, auch wenn ihr jetzt sagt, okay, ich habe ja gar nicht so große Träume oder wie auch immer. Aber ja, entscheidet euch für sie, egal wie groß oder klein sie sind. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich voll freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, falls ihr irgendwas daraus mitnehmen konntet. Und natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und
Schreibt super gerne in die Kommentare oder auf meine Social Media Plattformen unten in der Beschreibung, was ihr daraus mitgenommen habt und ob ihr euch vielleicht sogar entschieden habt, dieses Jahr noch für euch zu wenden. Und ich freue mich auf die nächsten Videos mit euch. Ciao! Hungry.